Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie ganz herzlich zum Weihnachtsfest. Heute von einem Fenster direkt hier gegenüber von unserem St. Mariendom in Hamburg. Ich lehne mich einfach mal heute Morgen aus dem Fenster. Sie kennen diese Redeweise, wir brauchen die oft. Und zwar nicht nur, wenn wir im wörtlichen Sinn am Fenster stehen, sondern auch sonst im Leben. Wir lehnen uns heraus, wenn wir abtasten, wie weit wir gehen können, was dran ist und welche Position wir beziehen. Weihnachten ist das Fest, an dem Gott sich aus dem Fenster lehnt. Er verlagert seinen Schwerpunkt, er tritt sozusagen aus seiner göttlichen Herrlichkeit heraus und er kommt auf uns Menschen zu. Er nimmt einen neuen Standpunkt ein. Das ist das Große. Seien wir dankbar, dass Gott so weit gegangen ist und sich ganz weit aus dem Fenster für uns herausgelehnt hat. Und ich wünsche Ihnen an Weihnachten den Mut, tun Sie das auch. Halten Sie sich nicht zurück, versteckt, sozusagen im Trockenen, sondern lehnen Sie sich als Christ immer mal wieder aus dem Fenster. Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete Weihnachten.